Willkommen aus dem TSW 3, willkommen hier von der Baureihe 110, willkommen von der Strecke Bremen-Oldenburg und ihr seht, wir sind hier in dieser wundervollen 110-Lackierung unterwegs vom guten Virtual Complications, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das Repaint gibt es nicht im Creators Club, sondern im Railsim Forum zum Download. Link dazu in der Videobeschreibung, hier mit dieser Speziallackierung Sendung mit der Maus. Ich kenne sie. Und lieben die Sendung natürlich. Und ja, das ist, glaube ich, ein echtes Repaint, so wie ich das gesehen habe. Das ist kein fiktives. Und hier sind sehr, sehr viele Layer drin verbaut. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr tolles Repaint. Sehr detailliert, sehr schön gemacht mit dem Livery Designer. Das ist schon ordentlich. Wir sind unterwegs hier als Regionalexpress nach Norddeich-Mohle. Abfahrt ist um 6.54 Uhr. Das heißt also in einer Minute. Daher einmal ganz kurz in den Führerstand rein und schon mal Fahrtrichtungswender nach vorne und Türen links auf, damit wir das schon mal erledigt haben. Schalten die PZB an. So, dann einmal das Führerbremsventil aufgesperrt. Die direkte Bremse wenden wir mal ganz kurz an. Dynamische Bremse ist auf aus. Führerbremsventil ist auf aus. Instrumentenbeleuchtung an mit der Taste I. Oder wahlweise mit diesem Schalter hier vorne. Abblendlicht ist auf Normal. Führerpultbeleuchtung können wir uns gerne anschalten. Das sind die PZB-Schalter. Das passt soweit alles. Ich glaube, gucken wir mal, ob wir die Spitzenlichter haben. Jawohl, vorne dreimal rot, hinten. Vorne dreimal weiß, hinten. Hinten rot. Warum haben wir hinten rot? Ah, das müssen wir. Ich glaube, da müssen wir. Ah, das machen wir jetzt mal ganz schnell. Da müssen wir mal hinten zum Steuerwagen runter laufen und das eben selbst einstellen. Aus dem Weg, ich bin Lokführer. So. Ja, unterwegs hier mit diesem wundervollen N-Wagenzug. Ja, wie kennen Sie und lieben Sie die N-Wagen? Natürlich nicht besonders gut geeignet im Sinne der Barrierefreiheit. Mobilitätseingeschränkte Personen haben da leider etwas zu kämpfen mit diesen Fahrzeugen. Aber sie sind hier auch mittlerweile nahezu nirgendwo mehr im Einsatz, zumindest nicht mehr im Planeinsatz, glaube ich. So, einmal kurz in den Führerstand des Steuerwagens und dann einmal hier zu den Lichtern gedreht und... Ah, das ist aber schon auf Schlusslicht eingestellt. Dann überlege ich gerade... Nee, dann müsste das hier soweit passen eigentlich. Aber das sieht so weiß aus, oder ist das rot? Oder ist das irgendein Texturfehler? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht liegt es an den Beleuchtungsverhältnissen. Können wir hier eigentlich... Nee, das brauchen wir alles nicht. Instrumentenbeleuchtung, der... scheint wohl irgendwie in Ordnung zu sein, wenn das so ist. Dann ist das so. Dann einmal... Ich kann aber ganz kurz hier durch den Wagen durchhuschen. Hier übrigens auch eine erste Klasse. Ist eine Mod. Schön gemacht. Wird auch noch bald erweitert, um praktisch, so wie ich das mitbekommen habe, um den Innenraum der ersten Klasse. Das ist ja im Grunde genommen jetzt immer noch die zweite Klasse, nur mit einem äußerlichen Anstrich, dass da ein erste Klasse Wagen, dass das ein erste Klasse Wagen sei. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann wird auch noch daran gearbeitet, dass da tatsächlich auch das Interieur sich ändert. So, dann Bremsen lösen, sind gelöst. Wir schalten Leistung auf und fahren ab. Sind ungefähr eine halbe Stunde jetzt hier unterwegs. Ausfahrt mit 40. So, befreit haben wir uns. Und fahren jetzt hier im Sonnenaufgang einmal aus. So, das haben wir natürlich bestätigt. Wir dürfen 50 fahren gleich. Sehr schön mit dem Hauptbahnhof da im Hintergrund.
Aber hier vorbei am Bahnübergang, der ist auch geschlossen. So, wir haben Wechselblinken und 1000 Hertz, das heißt also nicht schneller als 45. Sobald der 1000er ausgeht, können wir dann auf die 50 noch nicht beschleunigen, sondern natürlich erst ab dem nächsten Hauptsignal. So, wir bleiben weiterhin bei den 40 km/h. Vorsignal Wiederholer. Und ab hier gelten dann die 50 mit Ankündigung auf 60. Auch hier ist natürlich der 1000 Hertz Magnet wieder an. Nächster Halt ist dann in 12 Kilometern in Delmenhorst. So, dann schalten wir ein bisschen Leistung hier auf, damit wir mal auf Geschwindigkeit kommen. So, Tachonadel hat jetzt die 50 erreicht. Das heißt also, wir schalten die Leistung wieder ein bisschen ab. Sehr schön. Also wirklich eine schöne, schöne Lackierung, ne? Mit der 110 hier. Da, sehr schön. Sind hier im Fahrplan ganz normal unterwegs. So, wir befreien uns auch. Und schalten schon mal Leistung auf, damit wir gleich direkt auf die 60 hochkommen. Ja, das ist noch ein bisschen zu früh. So, jetzt können wir aber hier einmal vorbei an diesem wunderschönen Segelschiff. Nee, das ist kein Segelschiff. Das ist ein... Ah, wie nennt man denn diese Art Schiff? Ist das ein Mastschiff? Nennt man die so? Bin ich mir nicht ganz sicher. Ach doch, wir haben jetzt zweimal rot hinten. Das lag wohl anscheinend einfach nur an den Beleuchtungsverhältnissen. So, ab hier vorne dann 120. Natürlich erst, wenn der gesamte Zug an der Tafel vorbei ist. So, wir schalten schon mal Leistung auf. Ich kann hier mal ein bisschen die Instrumentenbeleuchtung, hier die Leuchtmelderbeleuchtung und die Beleuchtung für die LED-Anzeigen hochstellen. Apropos Anzeigen. Achso, wir haben ja gar keine ZZA hier. Ganz vergessen. Ist ja nicht der Steuerwagen. Sehr, sehr schön. So, dann. Einmal hoch auf die 120. Vmax sind 140. Ab jetzt dürfen wir sogar 160 fahren. Da kommt dann die CE1 vorbei. Wir gehen jetzt aber auch mal hoch auf die 140. ICE1 Soundmod lässt grüßen. So, und wir schalten ab. Damit wir auch nicht zu schnell werden. Okay. Vorsignal, Hauptsignal ist grün. So muss das. Bahnübergang einmal dran vorbei. Der ist auch geschlossen.
schalten wir ein bisschen Leistung wieder auf. Wir wollen ja nicht zu langsam werden. Ups, hab aus Versehen Richtungsschalter auf neutral gestellt. Mehr Leistung aufgeschaltet. Gehen wir mal in Fahrstufe 20 hoch. Oder auf Fahrstufe 20 hoch. Das ist natürlich die korrekte Präposition. Und versuchen die Geschwindigkeit jetzt zu halten. Leuchtmelder-Test. Ja, der funktioniert leider nicht. Das finde ich irgendwie schade. Das ist doch keine große Sache, diesen Leuchtmelder-Test hier richtig zu verbauen. Auf Führerstandsheizung machen wir uns auch an. Es ist nämlich kalt. An der Seite brauchen wir sie nicht. ...3,7 Kilometer noch. Das finde ich immer ganz schön, wenn auch tatsächlich jetzt ja mittlerweile die Autos hier auch halten an den Bahnübergängen. Dann wäre zwar vermutlich diese Ampel in Realität rot, aber ich glaube, die Ampeln sind sowieso statisch. Ich glaube, die verändern sich nicht. Ja, aber der Bahnübergang, der müsste eigentlich jetzt gleich aufgehen. Es sei denn, von der anderen Seite kommt auch ein Zug. Hier haben wir noch sogar... Hoch. Diesen Kasten, wo man als Passagier, also als Fußgänger draufdrücken kann. Okay, vielleicht geht er nicht auf, weil von der anderen Seite ein Zug kommt. Na, schade. Dann gehen wir mal wieder zurück in den Führerstand. Und haben noch 1,8 Kilometer. Das heißt also, wir nehmen schon mal die Leistung komplett runter. Fahrstufenschalter läuft runter. Dann nehmen wir schon mal hier die dynamische Bremse. Gehen mal hier in Stufe 5 rein. Können wir vielleicht sogar direkt in Stufe 7 reingehen. Hier kommt noch 155 vorbei. Sehr schön in der Pressnitztal-blauen Lackierung. Okay. Wir sind etwas sehr, sehr schnell. Etwas zu schnell, würde ich sagen. Aber, ein Glück, haben die 110 und N-Wagen unglaubliche Bremseigenschaften. So, das lösen wir wieder aus. Und ziehen noch einmal kurz die Zugbremse an. So. Türen auf. Zugbremse lösen wir und ziehen dafür die Haltebremse an. So, 2 Bar, das müsste, glaube ich, reichen, um uns... vor dem Wegrollen zu bewahren. Hier in Delmenhorst. Ganz nebenbei erwähnt, ich bin hier kein professioneller Lokführer oder sowas ähnliches. Ich fahre einfach nur gerne mit Zügen. Und vor allen Dingen fahre ich gerne mit und in N-Wagen. Herrlich. So, Türen wieder zumachen. Sehr gut. Da müsste, glaube ich, auch eine Soundmod oder die Soundmod von meinem guten Freund Justus drauf sein. Für diese N-Wagen. Sehr schön. Erste Klasse hier.
Eigentlich müssten wir nach hinten gehen, um da die Zugzielanzeige einzustellen. Das habe ich vorhin vergessen, ne? Hätte ich einfach mal machen können. Vorhin. Nächste halt Rude. So, hoch auf die 120. Lok E40. Aha. 18 kV, 17 kV. Was heißt das denn hier eigentlich? Ja. So, höchste Fahrstufe rein. Damit wir schnell beschleunigen können auf die 100. Oh, wir sind ein bisschen zu schnell. Egal, die Geschwindigkeitsbeschränkung hat sich sowieso jetzt erhöht. Dann aber schnell hoch auf die 140. Belohnung erhalten, 110 Kilometer gefahren, danke. Ha. Ich habe die Belohnung allerdings für, das war eine Belohnung für die linke Rheinstrecke, interessanterweise. Ja gut, das mit diesen Trophäen, das ganze Trophäensystem, das scheint irgendwie sowieso nicht so ganz zu funktionieren. Da gibt es ja immer ziemlich krasse Probleme. Aber ist mir persönlich auch egal. Zumindest am PC sind mir Trophäen ziemlich egal. Früher, als ich noch viel so auf der Konsole gespielt habe, war ich irgendwie auch so ein totaler Trophäenjäger. Aber allerdings jetzt auch nicht für Transom World oder sowas, sondern für ja, sowas wie Assassin's Creed zum Beispiel. Da war mir das irgendwie wichtig, da die ganzen Trophäen zu haben. Aber jetzt ist mir das mittlerweile echt wirklich komplett egal. Also das ist, Trophäen sind für mich persönlich gar kein Anreiz. Aber ich kann dennoch halt verstehen, wenn sie ein Anreiz sind für gewisse andere Menschen. Da kommt uns eine 425, glaube ich, entgegen. Nee, eine 612. Okay. Handbremse haben wir hier. Das ist, glaube ich, so eine Art Heizung hier vorne. Oder so ein Heizlüfter. So, 5,8 Kilometer bis runter. Mal hier vorbei am nächsten Bahnsteig, der da heißt Buchberg? Buchholzberg, nee, Burgholzberg. Sehr schön. So, 3,4 Kilometer noch. Wir sind ein bisschen zu schnell.
schauen wir mal, dass wir ein bisschen ausrollen. Es geht gerade sowieso etwas bergab. So. Ein paar Leistungsstufen lassen wir allerdings drin. Haben noch 2,5 Kilometer. Und sind jetzt schon zu spät. Was soll's. Okay, 1,6 Kilometer noch. Dann würde ich sagen, einmal die dynamische Bremse rein. Und schon mal leicht die Zugbremse rein. Dass wir ungefähr 60 am Bahnsteigsanfang fahren. Damit wir nicht so hart abbremsen wie vorhin. Wir wollen ja nicht, dass unsere Fahrgäste durch den Zug fliegen. So. Jawohl, Türsteuerung meldet sich. Und wir halten an. Türen auf. Die Zugbremse einmal lösen. So, 2 Bar. Das reicht. Bisschen Graffiti hier verteilt. Verspätung circa 2 Minuten. Mhm. Türen können wir verriegeln. Sehr schön. Norden haben. Mhm. Dann einmal die Lokbremse lösen. Und abfahren. Kilometer, dann sind wir in Oldenburg, wo unsere Fahrt endet. Ich höre doch noch einen Zug. Da. 187. Sehr schön. Hier ordentlich beladen mit diesen Habinswagen. Ja, einmal einen Blick auch hier auf die Streckenkarte. Da kam jetzt gerade der KI-Zug her. Ne? Hier praktisch von diesem Streckenzweig. Hier einmal so eine Art Hosenträgerweiche. Hier vorne, das hier ist Bremen. Ja. Das hier, Bremen Hauptbahnhof. Und wir fahren nach Oldenburg auf dieser Seite der Karte. Also im Westen. Genau. Und da brausen wir entlang, jetzt am Bahnübergang vorbei. Und wir schalten mal ein bisschen Leistung auf, damit wir nicht rumtrödeln. 140 dürfen wir fahren. Dann machen wir das auch. Ich finde es ganz gut, dass das hat tatsächlich nicht anzeigt, dass wir 160 fahren dürfen, sondern nur das, was vor Max des Zuges ist. Das ist also, sowas mag ich immer, wenn das umgesetzt ist. Das gibt es ja auch auf manchen Strecken, oder ich weiß nicht, ob es strecken- oder zugabhängig ist, aber manchmal ist es halt eben, dass da einem mit der, weiß ich nicht, mit der V60, dass da einem angezeigt wird, dass man 300 km/h fahren darf. Das ist natürlich auch, ja, Schwachsinn.
Kilometer 13,6. Ja, aktuell haben wir keine neue deutsche Strecke in Entwicklung, wobei auf jeden Fall gerade irgendeine Strecke in Entwicklung ist. Wir wissen einfach nur bisher nichts davon. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, dann irgendwann bald, wann auch immer, herauszufinden, was die nächste deutsche Strecke ist. Da sind wir natürlich alle sehr gespannt drauf. Gespannt sind wir auch hier auf diesen Endwagenzug, der an uns vorbeifährt. Ohne Lok. Interessant. Ja, das ist halt so die Sache an norddeutschen Strecken, rechts und links ist halt einfach nicht viel, ne? Also so landschaftlich gesehen, viele Felder landwirtschaftlich genutzt, Wiesen, Felder sind da auch ein paar mit dabei, aber vor allen Dingen halt eben sehr, sehr starke landwirtschaftliche Nutzung. Und das ist halt, also wer es mag, okay, aber ich persönlich hätte immer lieber irgendwas aus Süddeutschland oder sowas. Immer etwas, wo es etwas bergiger ist, wo man dann doch etwas mehr Abwechslung in der Landschaft hat, als dieses immer flache, ewig flache. Finde ich aber nicht so schön. Finde ich nicht so interessant, streckentechnisch. Deshalb finde ich auch Hamburg-Lübeck ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht die interessanteste aller Strecken. Obwohl halt der Hamburger Hauptbahnhof wirklich absolut genial aussieht. Das haben die wirklich richtig, richtig gut gemacht im TSW. Aber die Strecke an sich ist halt einfach nicht besonders, ja, interessant. Hätte ich persönlich eher eine andere Strecke gewählt, sowas wie Hamburg-Hannover oder sowas. Das wäre, glaube ich, meiner Meinung nach die bessere Entscheidung gewesen. So, wieso schalten wir denn keine Leistung eigentlich gerade auf? Kann mir das jemand erklären? Warten wir mal, bis die Fahrstufen hier abgelaufen sind. So, jetzt geht's wieder. Komisch. So. Schalten wir mal langsam Leistung wieder auf. Versuchen das Ganze eher so stufenweise zu machen. Wir wollen ja unsere alte Lok hier nicht überfordern und wollen sicherstellen, dass sie noch möglichst lange der Welt erhalten bleibt. Sehr, sehr schön. So, 4,2 Kilometer. Uiuiui. Wir sind zu schnell. So, gucken wir, dass wir schnell wieder auf die 140 kommen. So. Na, sind eigentlich immer noch zu schnell. Dann lassen wir es mit der Leistung und lassen einfach mal rollen. Beziehungsweise, jetzt hat die PZB zwar kein akustisches Feedback gegeben, aber 1000 Hertz Leuchtmelder ist an. Insofern passt das. Gucken wir, dass wir möglichst schnell unter die 85 kommen. So.
das war jetzt schon eigentlich zu viel reingebremst. Bremse ist gelöst. So, 1000 Hertz leuchten mir das schon wieder aus. Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt, dass das so sein sollte. Was haben wir denn für eine Ankündigung? Steht hier gar nicht im HUD, welche Geschwindigkeit uns da angekündigt wird. Also bleiben wir mal vorsichtshalber lieber bei den 40. Interessant, dass die PZB auf einmal ihre Geräuschkulisse verloren hat. Das hat doch zu Beginn noch geklappt. Klappt auch nicht mehr. Und es sind 60. Gut, dann schalten wir wieder ein bisschen Leistung auf. Ja, sind jetzt auch schon irgendwie befreit aus der PZB, aus der Beeinflussung. Auch da weiß ich nicht, wie realistisch das jetzt gerade war. Einmal hier über diese Eisenbahnrollklappbrücke, so heißt sie, glaube ich, mit technischem Fachbegriff. Ein absolutes Meisterwerk der Ingenieurskunst, meines Erachtens. Dass diese Brücke hier praktisch samt Oberleitung einmal in die eine oder in die andere Richtung jeweils zur Hälfte hochklappen kann. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Und dann gibt es halt hier diese festen Verstrebungen, beziehungsweise Verstrebung war der falsche Begriff. Und hier ebenso. Und das ist schon wirklich, das ist schon wirklich ganz, ganz, oh. Ja, ups, mein Fehler. Zwangsbremsung, weil wir das Signal hier nicht bestätigt haben. Gut. Ja. Dann müssen wir jetzt warten, bis sich die Bremse löst. Ich weiß nicht, ob es bringt, hier auf Bremse lösen zu drücken. So, Bremse ist gelöst. Wir können wieder Leistung aufschalten. Was haben wir denn da rumstehen? Sehr schön. Ja, das ist halt Fluch und Segen der Außenkamera, ne? Man kann sich zwar die interessanten Dinge abseits der Strecke angucken, aber wenn man nicht ganz genau aufpasst, dann folgt halt die Zwangsbremsung. Aber was wäre hier auch eine Fahrt ohne Zwangsbremsung? Ne? Wär ja schon nicht witzig. So, einmal hier nur 155. Aber was ist denn da? Level of Details mäßig oder falsch? Ich weiß gar nicht, ob das ein Repaint ist. Hä? Was ist denn da los? Ach, jetzt geht's. Jetzt geht's auf einmal. Und hier die 155 der Pressnitz-Talbahn. Herrlich. Da haben wir eine Foslo G6. Und eine V60. Zwei V60er eigentlich. So, dann halten wir an. Hier rechts hat gerade die 110er entkoppelt. Und da fährt gerade ein Intercity ein. Gucken wir uns auch natürlich an. Erst einmal die Türen auf. Dann schauen wir uns mal hier um, was wir sonst in Oldenburg hier so gerade stehen haben. 612er. N-Wagen. Und jetzt gerade... Uiuiui. Hey, jetzt wurde ich hier rausgeschmissen. Zum freien Spiel bitte zurückkehren. So, lass mich raus. Bevor du hier abfährst. Kollege.
kann es einmal ganz kurz hier reinsetzen, um die Außenkamera zu benutzen. Einmal hier vorne in die Kinderspielecke rein. Jetzt komme ich nicht in die Außenkamera rein. Nein, ich würde gerne in die freie Kamera. So, geht doch. Hier die 612er Intercity-Wagen. Mit der tollen, tollen Mod für die Intercity-Wagen. Und vorne dran, wie es sein muss, eine Baureihe 101. Sehr schön. Gut, das hier war unser Zug. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch, bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.